Heute starten wir in die Thematik der Erreger, die als Mikroorganismen unsere Gesundheit bedrohen. Insbesondere Toxoplasma-Erreger können uns ernsthaft krank machen. Dabei täuschen sie unser Immunsystem und bleiben dadurch für herkömmliche Medikamente unangreifbar. Doch mit einer neuen, sehr geeigneten Methode können sie sich vor den Gefahren der Toxoplasmen schützen. Diese Methode ist besonders gut geeignet, weil sie von ihnen selbst eingesetzt werden kann und sogar keinerlei unerwünschte Nebenwirkungen hat. Seien Sie gespannt auf unser Webinar, das von Dr. Werner Ulrich geleitet wird. Hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie als Teilnehmer zu diesem Webinar zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität. Ich hoffe übrigens, dass Sie mich akustisch auch gut verstehen. Dieses Webinar beschäftigt sich mit Toxoplasmen. Toxoplasmen sind weit verbreitet und sehr gefährlich, da sie schwere Krankheiten auslösen können. Jeder zweite ist von diesen Erregern befallen. Das Schlimmste ist, dass schulmedizinisches Vorgehen mit Medikamenten meistens nicht hilfreich dabei ist, die Erreger zu beseitigen. Dazu kommt, dass auch unser Immunsystem, was eigentlich dafür zuständig ist, Erreger zu beseitigen, von diesen durchaus cleveren Parasiten in die Irre geleitet wird und auch sie nicht erfolgreich tätig werden können, unsere Bestandteile des Immunsystems. Guter Rat ist also für so manchen dringend erforderlich, um zumindest für sich selbst individuell das Problem zu lösen. Als Teilnehmer dieses Webinars haben Sie gute Chancen, die gefährlichen Toxoplasmen zu eliminieren und Ihre Lebensqualität zu erhöhen. Das ist also ganz wichtig, hier an dem Webinar teilzunehmen. Seien Sie also herzlich willkommen in unserem Webinar Toxoplasma, ein Parasit, der uns täuscht und krank macht. Das ist das Thema unseres heutigen Webinars. Das hauptsächliche Ziel unserer Mannschaft, unseres Teams, der Dr. Ulrich Medizintechnik, besteht darin, Ihnen, meine Damen und Herren, Leben ohne Krankheit zu ermöglichen. Unter diesem Slogan sind wir motiviert, Ihnen das erforderliche Wissen zu vermitteln, um bei Infektionen hohe Lebensqualität zurückzugewinnen, indem wir eben die Bedingungen und die Infektionen selbst beseitigen. Schließlich gehören Infektionen neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat zu den Hauptbedrohung unseres Lebens, und zwar unseres Lebens ohne Krankheit. Heute geht es um Toxoplasmen. Der Parasit Toxoplasma ist und bleibt ein harter Gegner unserer Gesundheit. Wir wollen ohne Krankheit leben, deshalb sollten wir unbedingt mehr über diesen Erreger wissen, um uns vor ihm zu schützen oder um ihn zu eliminieren. Dabei halte ich es für notwendig, über die Hintergründe seines gefährlichen Daseins anwendbares Wissen zu erlangen, dass Sie dieses Wissen erhalten. Aber auch sollten Sie wissen, wie wir uns vor den von Toxoplasma ausgehenden Gefahren schützen können. In unserer westlichen Welt gibt es zur Behandlung von Toxoplasmose, so heißt die Krankheit, nur Medikamente. Denn schließlich ist es aufgrund der Häufigkeit des Auftretens dieses Erregers bei ca. 50% der Menschen in Deutschland, ich wiederhole, bei ungefähr 50% der Menschen in Deutschland existiert dieser Erreger. Also aus dem Grund ist es für die Pharmaindustrie sehr lukrativ, sich an dem Geschäft zu beteiligen. Der Profit ergibt sich somit aus der hohen Zahl verkaufter Pharmaprodukte und dadurch, dass danach, nach der Anwendung der Pharmaprodukte, zu behandelnde Nebenwirkungen auftreten. Natürlich werden die wiederum mit Medikamenten behandelt. Glücklich können diejenigen sein, die über die Technik von Dr. Rife in der Form eines Agilcare-Gerätes zur Körperpflege verfügen. Mit Agilcare wird das wiederholte und völlig risikofreie Vorgehen zur Eliminierung der Erreger denkbar einfach. Die Anwendung von Agilcare zur Eliminierung gefährlicher Erreger ist leicht, ja, leicht wie ein Kinderspiel.
doch zu Beginn steht der erforderliche Wissenserwerb, den Sie brauchen, ehe Sie mit Anwendungen gegen die Erreger Toxoplasmen vorgehen. In diesem Webinar können Sie das praktisch Wichtigste zu Toxoplasmen kennenlernen und hauptsächlich, wie Sie gegen Toxoplasmen vorgehen können. Ehe ich Ihnen meine heutige Agenda vorstelle, starte ich meine Präsentation und mit dem wichtigen Hinweis, den Sie gleich jetzt hören und sehen können. Also ich starte die Präsentation. Also starten wir. Das ist unsere Eröffnungsfolie. Und Sie sollen wissen, dass Sie auch diese Folien hier auch als PDF herunterladen können. Und damit ich das nicht vergesse, tue ich das jetzt gleich. Ich gebe Ihnen diese Folien jetzt zum Download zur Verfügung. Ab jetzt können Sie das herunterladen. Also mit wem haben Sie es heute zu tun? Gestatten Sie, mein Name ist Werner Ulrich. Ich bin Geschäftsführer, klinischer Strahlenphysiker, in der Radiologie und in der Nuklearmedizin, in der Strahlentherapie habe ich sagen wir, meine berufliche Entwicklung genommen und akademisch und auch rein vom Klinischen her. Ich habe einige Medizingeräte entwickelt. Ich entwickle Körperpflegegeräte. Ich bin Softwareentwickler, Buchautor, Patentinhaber. Und mein größtes Ziel ist es, Methoden zu entwickeln, um Menschen Leben ohne Krankheit zu ermöglichen. Ich helfe also, Menschen schmerzfrei zu leben. Und hier sehen Sie eingeblendet in dieser Folie die E-Mail-Adresse support@ulrich-mtc.de. Sie steht unten links in Rot. Das ist übrigens die Adresse, an die Sie sich wenden, wenn Sie noch Fragen haben. Sie kommt dann unmittelbar zu mir, diese E-Mail, die Sie mir senden. Und Sie können also auch während des Vortrages unten in dem Feld Nachrichten eingeben, Fragen eingeben, die dann zu mir gelangen. Aufgrund der Zeitproblematik ist es mir nicht möglich und es sind ja auch sehr viele hier angemeldet, liebe Teilnehmer, worüber ich mich freue, aber deshalb ist es aufgrund der Zeitproblematik nicht möglich, hier das in den Chats zu bearbeiten. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, das muss sein, vorab und jetzt endlich die angekündigte Agenda. Wir haben also es mit allerhand Punkten hier zu tun, die wir, ich verspreche Ihnen das, aber relativ schnell abarbeiten können. Und wir haben auch dabei die Möglichkeit, in meinen Ausführungen das recht verständlich zu machen, verständlich rüberzubringen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, Sie können, das können Sie schon die ganze Zeit und während des ganzen Webinars, dieses Dokument als PDF herunterladen. Sie müssen also da hinsichtlich des Inhalts, den Sie auf dem Bildschirm sehen, nichts mitschreiben. Wir haben also diese Punkte, Toxoplasma gondii, so heißt der offiziell, eine Statusbeschreibung. Da möchte ich Ihnen gern mitteilen, was eigentlich jetzt vorliegt. Der zweite Punkt lautet, sogar getarnt kommt der Körper zu uns, kommt der Räuber zu uns, auch bei völlig intakten Immunsystemen. Dann betrachten wir uns die Symptome, die unsere Lebensqualität beeinträchtigen. Wir sehen, wenn wir gesunden wollen, gibt es sehr viele Hindernisse. Und auch noch ist es so, dass die Parasiten begünstigt werden. Und das besprechen wir in dem Punkt Begünstigung der Parasiten. Wir schauen uns an, dass Therapie mit Medikamenten sehr begrenzt ist. Ich kann jetzt schon sagen, fast uneffektiv, fast nicht wirksam und hat ungewollte Nebenwirkungen. Das Umgehen mit Medikamenten.
Weiterhin besprechen wir eine Alternative, denn die ist notwendig. Wenn wir mit Medikamenten nicht vorankommen, muss es eine Alternative dazu geben. Deshalb der Punkt Alternative oder komplementäre Möglichkeit durch Körperpflege. Wir sprechen dann über eine Checkliste, um Ihnen eine Orientierung zu geben. Wir sprechen dann über die Vorteile von Agile Care. Ich habe es schon eingangs gesagt, dass eben Agile Care für viele eine Lösung ist. Eigentlich die Lösung. Und zum Schluss gönnen wir uns noch eine Zusammenfassung. Ganz kurz das Ganze und wir hoffen, dass wir im Zeitrahmen bleiben können. Erster Punkt, Toxoplasma gondii, eine Statusbeschreibung. Toxoplasma gondii heißt der Erreger. Ich verwende weiterführend nur die Bezeichnung Toxoplasma. Der Erreger Toxoplasma führt zu weitaus mehr Erkrankungen, als wir es uns in der Medizin vorstellen. Der Erreger Toxoplasma ist schwer aufzufinden, da er perfekt getarnt ist. Doch es ist möglich, ihn zu erkennen. Trotz alledem ist es möglich, ihn zu erkennen. Das ist sehr aufwendig, weshalb ich auch diejenigen Menschen verstehe, die aufgrund der Häufigkeit des Auftretens, sozusagen in Anführungsstrichen, auf Verdacht gegen den Erreger vorgehen. Also zuvor auf die aufwendige Diagnostik verzichten. Es ist durchaus verständlich, zumal es Vorgehensweisen gibt, die weder mit ungewollten Nebenwirkungen noch mit irgendwelchen Risiken verbunden sind. Aber dazu später. Schauen wir uns jetzt an, welche Situation wir vorfinden. Leiden Sie, meine Damen und Herren, unter chronischen Muskelschmerzen, deutlich verminderter körperlicher Belastung, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Schweißausbrüchen, Störungen der Konzentrationsfähigkeit und viele mehr, so sind es womöglich Toxoplasmen, die sich in Ihrem Körper eingefunden haben. Sollten Sie sich mit den hier gerade genannten Symptomen bei Ihrem Arzt vorstellen, so kann es sein und es ist höchstwahrscheinlich, dass dieser zu folgenden Fehldiagnosen kommt. Die Fehldiagnosen könnten sein unklare Muskelentzündung oder unklare Herzleistungsschwäche oder chronische Müdigkeit unklarer Ursache oder Fibromyalgie oder somatisierte Depression. Das alles kann als Fehldiagnose genannt werden von dem Arzt, an den Sie sich wenden. Viele weitere solche Fehldiagnosen könnte ich aus der Praxis aufzählen. Der Schlüssel zur richtigen Diagnose ist die Erkennung der komplexen Symptomkombination bei vermuteter Toxoplasmose. Kennt man diese, so ist der Weg zum Erkennen der Erkrankung gefunden und zum richtigen Handeln für Leben ohne Krankheit. Sie wissen, das ist unser Ziel der Dr. Ulrich Medizintechnik, nämlich Wissensvermittlung an Sie zu geben für Leben ohne Krankheit. Es gibt keine andere Heilung als die Heilung durch Sie selbst. Jeweils der Mensch kann sich nur selbst heilen. Niemand Fremdes kann uns heilen, nur jeder Mensch sich selbst. Daher Selbstheilung als einziger Weg zurück zu Leben ohne Krankheit. Jetzt ist der Moment gekommen, eine wichtige Literaturquelle zu nennen, die sich über mein zeitlich begrenztes Webinarbudget sozusagen hinaus bewegt, wenn Sie das lesen. Das kann ich also nicht alles vermitteln. Und die sich näher mit dieser Thematik über das Webinar hinaus beschäftigen wollen, denen empfehle ich dieses Buch vom Autor Dr. Med. Uwe auf der Straße. Und das Buch hat den Titel Das Toxoplasmose-Handbuch. Und ich bilde es mal hier ab, damit ich es nicht... Ja, es heißt Das Toxoplasmose-Handbuch. So sieht es aus. Und wer es gern studieren möchte, der kann das zum Beispiel über Amazon sich bestellen. Ich möchte darauf hinweisen, Sie müssen sich das nicht aufschreiben. Laden Sie sich die PDF, wie ich schon sagte, herunter. Dann finden Sie das auch noch einmal schriftlich. Sie können die zugehörige Abbildung, sagen wir mal, mit der PDF downloaden.
Der Autor, Doktor auf der Straße, hat in seiner Praxis bisher 100 Patienten erfolgreich behandelt. Sollten alle Allgemeinmediziner Deutschlands jeweils 25 Patienten behandeln, so kommen wir immerhin auf ca. 800.000 Betroffene. Nun sind das jedoch bei ca. 50% aller Deutschen, die betroffen sind, sind das nicht viel. Welch ein Defizit. Ich meine, mit dem von mir hier heute erarbeiteten Vorschlag Ihres Vorgehens können Sie zumindest für sich diese Lücke schließen. Nehmen Sie bitte aufmerksam meine Informationen auf und seien Sie zuversichtlich für Ihr Leben ohne Krankheit. Nur eine ausreichende Wissensbasis, also eine ausreichende Wissensbasis, ermöglicht Ihnen das hier. Hier können Sie diese Wissensbasis erwerben. Zur Startbeschreibung bezüglich Toxoplasmen gehört auch, dass sehr viele Patienten, die betroffen sind, von ihren Ärzten als psychosomatisch abgestempelt werden. Leider gehört es zu unserem Gesundheitswesen, dass falsche Techniken von Ärzten eingesetzt werden, um aus den vorliegenden Symptomen die Krankheit zu diagnostizieren. Das gelingt natürlich nicht und deshalb brauchen die Betroffenen wirklich Hilfe. Hilfe vielleicht von anderer Seite, zum Beispiel über unser Webinar. Ich will und kann hier nicht das begrenzte Verständnis einiger Ärzte für die Erkrankung durch Toxoplasmen kritisieren. Jedoch will ich Sie, liebe Teilnehmer dieses Webinars, zu eigenverantwortlichem Handeln motivieren. Das ist die Chance für Leben ohne Krankheit. Ihr eigenes eigenverantwortliches Handeln. Den notwendigen Gang zu Ihrem Arzt oder Heilpraktiker ersetzt das nicht, wie ich bereits zu Beginn im Disclaimer vermerkt habe. Schauen Sie doch einmal beim zuständigen Bundesamt Robert-Koch-Institut nach, wie viele Meldungen zur Infektion von Toxoplasmen jährlich dort eingehen. Eine vernachlässigbar kleine Zahl von Infektionen finden Sie dort, obwohl nachweislich ca. 50% der Bevölkerung betroffen sind. Und auch das, diese Tatsache steht bei Robert-Koch-Institut auf der Homepage. Was haben Betroffene beim Arztbesuch und nach dessen Anamnese oft leider hinzunehmen? Fehldiagnosen, Ignoranz gegenüber der Toxoplasmose oder arrogante Fehleinschätzung als psychosomatisch. Ich finde, dass das bei einem ca. 50%igen Vorkommen bei Erwachsenen ein nicht hinzunehmender Zustand ist. Bei wem die Krankheit ausgebrochen ist, der hat kein Verständnis für diese Ignoranz bei den Verantwortlichen. Übrigens sollten Sie wissen, dass es eine gesetzliche Meldepflicht bei Toxoplasma gibt. Eine festgestellte Infektion mit Toxoplasmen muss dem Robert-Koch-Institut gemeldet werden. Ich stelle fest, Ihr eigenverantwortliches Handeln ist gefragt. Dazu bedarf es Wissen, das wir Ihnen hier weitergeben können. Kommen wir zum zweiten Punkt. Sogar getarnt kommt der Räuber zu uns. Auch bei völlig intaktem Immunsystem. Toxoplasma hat sich über lange Zeit entwickeln können. Über Millionen von Jahren konnte er sich perfekt anpassen, um unser Immunsystem zu täuschen, was dann auch zu schweren Erkrankungen führen kann. Das geschieht übrigens ohne, dass das von den Laborwerten der Betroffenen sicher angezeigt wird. Darauf komme ich auch nochmal später zurück. Der Protozoon, Toxoplasma, also Protozoon ist eine Bezeichnung für Einzeller, das Protozoon, Toxoplasma, ähnelt dem Erreger der Malaria und ist nur gering größer als ein Bakterium. Protozoon können sich als Einzeller oder Urtierchen uns darstellen. Es lebt in tierischen Wirten und bevorzugt Katzen als solche. Die Katze nimmt über infiziertes Fleisch beim Fressen Toxoplasmen auf und erkrankt relativ schnell daran. Da Weide- und Nagetiere meistens bereits infiziert sind, werden der Katze als Jäger die Erreger schon sehr früh im Leben übertragen. Toxoplasma gondii sorgt dafür äußerst effektiv.
Im Darm der Katzen vermehren sich die Toxoplasmen sexuell. Da die Katzen bei ihrer Jagd mehrere Stämme des Erregers aufnehmen, können sie sich bei der sexuellen Vermehrung im Katzendarm genetisch weiterentwickeln. Das macht sie uns gegenüber nicht ungefährlicher. Übrigens tun sie das noch heute. Doch zunächst sehen wir uns den weiteren Weg der Toxoplasmen an. Die Katze, die zum Wirtstier geworden ist, scheidet den Kot über ca. 3 Wochen als Oozysten aus. Oozysten, das sind Schutzhüllen, die die Eier der Toxoplasmen enthalten. Diese werden weiträumig im Lebensraum der Katze verteilt. In den Oozysten entwickeln sich in wenigen Tagen Sporozoiten. Die sind sehr infektiös. Sporozoiten sind die Eier der Toxoplasmen. Oozysten sind sehr robust und können mehrere Jahre im Boden überdauern. Also auch über Winter, trockenen Sommer bleiben sie da. Und mit dem Wasser, zum Beispiel des Regens, schwimmen sie nach oben und gelangen so auf die dortigen Pflanzen. Über diese gelangen sie zum nächsten Wirt, der die Pflanzen frisst. In über 400 Arten von Tieren überleben und vermehren sich dann die Erreger. Zu den Wirtstieren gehören alle Nutztiere des Menschen, aber auch Sardellen und Robben. Und natürlich gelangen die Erreger auch in den Organismus von Menschen. Deshalb reden wir überhaupt über sie. Toxoplasmen sind beinahe überall und gar nicht wählerisch bezüglich ihrer Zwischenwirte. Sexuelle Vermehrung der Toxoplasmen geht jedoch nur im Katzendarm. Dort erfolgt auch stets die genetische Perfektion, also ihre Perfektion, gar nicht zu unserem Vorteil. In den Zwischenwirten gibt es Vermehrung nur durch Zellteilung, also ohne genetische Entwicklung. Das Immunsystem der Lebewesen, die als Zwischenwirte dienen, erkennt aufgrund der Oberflächenstruktur der Mikroorganismen diese nicht und lässt sie somit gewähren. Diese getarnte Form der Erreger heißt Bradozoiten. Ich habe das auch in der Folie hier aufgeschrieben. Hier lesen Sie das. Sie sind darauf spezialisiert, dem Immunsystem auszuweichen, den Wirt zu schwächen und ihn dann sogar zu beeinflussen. Wir Menschen sind ein solcher Zwischenwirt. Nach und nach erfolgt eine dauerhafte Muskelerschöpfung, die Muskeln schmerzen und die Belastbarkeit des Herzkreislaufs wird geringer. Konzentrationsvermögen und Sehfähigkeit lassen nach. Nach Jahren sind so viele Bradozoiten vorhanden, dass es der geschwächte Körper nicht mehr aushält und er wird zur Beute. Ist das Opfer ein Nagetier, so wird es von der Katze gefressen, die sich bei Bradozoiten infiziert. Somit ist der Kreis geschlossen. Sie sehen das hier in einer Grafik. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie, wenn Sie die PDF herunterlesen, das dann noch einmal genau nachlesen können. Unten ist auch die Quelle angegeben. Toxoplasmen erhöhen die Wahrscheinlichkeit der sexuellen Vermehrung durch Schwächung des Zwischenwirts, der von Katzen dann dadurch eher gefangen wird, dieser Zwischenwirt. Er ist also geschwächt, kann eher gefangen werden. Und das ist ein besonderer Trick der Toxoplasmen, den ersehnten Ort ihrer sexuellen Vermehrung, nämlich im Darm der Katze, diesen ersehnten Ort möglichst schnell zu erreichen. Die Toxoplasmose ist eine globale parasitäre Erkrankung, die auch uns Menschen bedroht. Betroffenen muss geholfen werden. Doch wie? Wie hat es begonnen? Es war in Algerien 1909. Forscher sehen erstmals über das Mikroskop bei der Untersuchung von Nagetiergewebe ein kommaförmiges Etwas. Und da das Nagetier, was sie untersucht haben, Gundi dort heißt, wird das neue entdeckte, gekrümmte Etwas als Toxoplasma gondii bezeichnet. Kurz darauf werden Funde im menschlichen Gewebe gemacht. In dem von mir
bereits erwähnten Handbuch des Autors Doktor auf der Straße können weltweit verteilte Fälle von schwerer Erkrankung mit Todesfolge in der Zeit von 1923 bis 2006 nachgelesen werden. Aus Zeitgründen kann ich das hier nicht wiederholen. Die Folgen der Infektion mit Toxoplasma waren folgende tödliche Erkrankungen. Oftmals ist das schon kurz nach der Geburt geschehen und geschieht auch weiterhin. Wir haben folgende tödliche Erkrankungen: Hirnwasserschäden, Augen-Hintergrunderkrankungen, Hirnerkrankungen, Herzschwäche bei völlig intakten Koronarien, Depression, Schwäche, Schwindel. Unkontrollierbares Fieber sehen wir und wir sehen auch gefährliche Leberentzündungen. Anwender von Agilcare wissen längst, dass jede Erkrankung auf Zellenebene mit Mikroorganismen in Disbalance zusammenhängt. Also, Agilcare ist ja unser Gerät gegen Mikroorganismen und die Anwender wissen das längst, dass immer dann, wenn Erkrankungen vorliegen, Mikroorganismen in Disbalance existieren. Diese Anwender von Agilcare haben einschlägige Erfahrung im erfolgreichen Kampf gegen Erreger, auch gegen Protozoen. Doch jetzt werden wir uns noch etwas näher den Symptomen zuwenden, die durch Toxoplasmen erzeugt werden. Das ist also der nächste Punkt. Symptome beeinträchtigen die Lebensqualität. Zu den bereits genannten Symptomen gehört deutlich verminderte körperliche Belastbarkeit, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Schweißausbrüche und Störung der Konzentrationsfähigkeit. Dazu gesellen sich sehr beeindruckende Folgeerscheinungen, die längere Zeit der Anwesenheit von Toxoplasmen im menschlichen Organismus hervorrufen. Nach einiger Zeit folgen also Hydrocephalus, Sie wissen, das ist der große Wasserkopf, Erblindung, Netzhautveränderungen, grippeähnliche Symptome, Kopfschmerzen, Depressionen, Tinnitus, auch Blutarmut und Übelkeit und Erbrechen gehören dazu. Dem allen ist durch Diagnostik und anschließende Therapie zu begegnen. Das hoffen wir doch, dass das Gesundheitswesen das kann. Welche Schwierigkeiten schon allein bei der Diagnostik auftreten, das zeige ich jetzt. Jetzt sprechen wir über Gesundung mit Hindernissen. Die Diagnostik erfolgt verständlicherweise hauptsächlich über Laboruntersuchungen. Doch die haben es in sich. Selbst chronische Fälle einer aktiven Toxoplasmose, die zu einer schweren Erkrankheit geführt hat, diese lassen sich mit üblichen Labortests nicht erkennen. Ich gehe heute in diesem Webinar nicht weiter auf die Prinzipien des Zusammenlebens zwischen Menschen und Mikroorganismen ein. Da gibt es nicht nur sehr erstaunliche Abhängigkeiten zwischen Mensch und Mikroorganismen, sondern sogar wundersame Symbiosen. Das besprechen wir hier und heute nicht tiefergehend. Ich habe das schon mehrfach in unseren Beiträgen des Infodienstes Agilsmart besprochen. Die Abonnenten des Infodienstes können das jederzeit dort erneut nachlesen und nachvollziehen. Wer von Ihnen, sehr geehrte Webinarteilnehmer, Abonnent werden möchte, der kann ein Abonnement abschließen, das im ersten Monat nur 1 Euro kostet und in den nachfolgenden Monaten jeweils 7 Euro. Im Infodienst wird wichtiges, umfangreiches Wissen für Leben ohne Krankheit vermittelt. Aufgrund der Möglichkeit zur fristlosen Stornierung besteht Interessenten am Abonnement, also für diese, kein großes Risiko. Es besteht genau in 1 Euro. Das sollte es Ihnen wert sein. Der Link zum Abonnement lautet ulrich-mtc.de/infodienst und er ist hier in der Grafik dargestellt. Nun aber weiter zum Verhältnis der Toxoplasmen. Wie wollen wir diese erkennen? Toxoplasma gondii
ist ein kleiner Einzeller, der zu Hunderten in eine einzige Muskel- oder Nervenzelle passt. Circa 4 Milliarden Menschen tragen weltweit den Erreger in sich. Im Vergleich dazu, bei Malaria sind es nur 1 Milliarde Menschen, die damit infiziert sind. In infiziertem Fleisch bestehen die Toxoplasmen über Oozysten oder Bradyzoiten und überstehen die Passage durch Magen und Darm. Dann wandeln sie sich im Zwischenwirt in Tachozoiten, das sind also die schnellen, also der schnellen und stark krankmachenden Form der Toxoplasmen. Sie können schwere Krankheitsbilder auslösen. Die Beweglichkeit ist sehr groß. In kurzer Zeit können sie in fast jede Zelle eindringen. Das Immunsystem hat die Erreger längst erkannt und produziert in großer Zahl von Antikörpern. Die Antikörper docken an der Oberfläche der Erreger an und zeigen den Makrophagen das Ziel ihrer Zerstörung. Denn die Makrophagen sind ja die Zerstörer. Nämlich die Antikörper bilden sozusagen die Markierung und die Erkennung für die Makrophagen in der Form der Parizoiden. Die verfügbaren Antikörpertests erfassen nur diese für Parizoiden typischen Antikörper. Also wenn die bei den Parizoiden angedockt haben, dann erkennen wir auch mit den Labortests, dass es so etwas gibt. Doch leider produzieren manche Menschen sogar nicht einmal diese Antikörper. Der Grund hierfür ist noch völlig unklar. Da Toxoplasmen sich im ganzen menschlichen Körper verteilen und durch Zellteilung vermehren, sollten sie eigentlich von den Maßnahmen des Immunsystems eliminiert werden, also von den Makrophagen. Das hoffen wir. Es ist jedoch leider nicht so. Die Toxoplasmen verwandeln sich unter dem Druck des Immunsystems von Tachozoiten zu Bradyzoiten, also von den schnellen zu den langsamen. Da sich die Oberflächenstruktur dabei wesentlich ändert, können wir von Tarnung der Erreger reden. Bei Bakterien kennen wir ein ähnliches Verhalten, um Antibiotika auszuweichen. Das machen die Bakterien so, indem sie eben ihre Zellwände ablegen und gegenüber Antibiotika dadurch unsichtbar und resistent werden. Aber zurück zu den Toxoplasmen. Durch die veränderte Oberflächenstruktur können die Antikörper dort nicht mehr andocken. Um sogar sicher zu sein, dass keine Bradyzoiten-spezifischen Antikörper gebildet werden, dringen die Erreger als Bradyzoiten tief in die Zellen ein. Dort bauen sie dauerhafte Zysten und fahren ihren Stoffwechsel herunter. Dieses Versteck ist sehr effektiv. Unsere Labortests können bis heute noch keine Bradyzoiten oder Bradyzoiten-Antikörper erfassen. Wenn das Immunsystem geschwächt ist oder andere Krankheiten vorliegen, können nicht nur Tachyzoiten, sondern auch diese Bradyzoiten gefährliche Erkrankungen auslösen. Also die warten regelrecht darauf, dass das Immunsystem schwach wird oder andere Erkrankungen vorliegen. Das ist ein sehr gefährliches Vorgehen der Toxoplasmen, nämlich auf Schwächezustand des Immunsystems zu warten und dann erst aktiv zu werden. Es kann damit zum Beispiel eine erhöhte Zytokinproduktion im Hirn ausgelöst werden. Und wir sehen das leider sehr häufig. Die aufwendig von uns Menschen produzierten Antikörper sind nur auf die Tachyzoiden zugeschnitten. Sie erreichen die in Zysten vorliegenden Bradyzoiten nicht. Leider machen sich die Toxoplasmen, die Makrophagen, auch noch zur Beute. Der Jäger, also die Makrophagen, werden dadurch nun zur Beute. Ja, Toxoplasmen können sogar steuernd in unser Immunsystem eintreten. Das ist leider auch so. Sie steuern also unser Immunsystem und nicht zu unserem Vorteil. All diese Abläufe sind der Grund dafür, dass unser Immunsystem Toxoplasmen nicht komplett abtöten kann. Vorausgreifend teile ich Ihnen hier auch mit, dass selbst mit Medikamenten ein Abtöten der Toxoplasmen nicht möglich ist. Aus mehreren Gründen, so wissen wir jetzt, können Menschen mit einem völlig intakten Immunsystem an von Toxoplasmen erzeugten Krankheiten erkranken. Ich wiederhole,
Menschen mit komplett kompetentem Immunsystem können an Toxoplasmose erkranken. Somit ist es bei ungefähr der Hälfte aller Patienten, deren Hirnerkrankungen auf Toxoplasmen zurückzuführen sind. Ich wiederhole das. Wenn Sie Menschen mit Hirnerkrankungen sehen, dann ist es bei 50% von ihnen auf die Ursache zurückzuführen, dass sie Toxoplasmen haben. In der Medizin wird das kaum beachtet. Warum nur? Das Problem ist einfach nicht erkannt. Für die Betroffenen ist es katastrophal. Sie werden aufgrund unauffälliger Labortests als psychosomatisch eingeschätzt und leiden weiter. Neue Testverfahren werden benötigt, die die Parasitoiden auch erkennen. Erinnern wir uns jetzt an die Bedeutung des Katzenkots. Dieser belastet die Böden mit Oozysten und bildet ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko. In den USA hat man dazu Studien aufgeführt und festgestellt, dass im städtischen Bereich, also auch in Hausgärten und auf Spielplätzen, 1,2 Millionen Tonnen Katzenkot pro Jahr anfallen. Das sind 32 bis 4600 Oozysten pro Quadratmeter. Oozysten bleiben über Jahre auf Weiden, Feldern und Gärten infektiös. Das Fleisch der Nutztiere wird über die Fütterung infektiös. Durch direkten Kontakt mit Pflanzen oder Weidetieren wird der Mensch lebenslang zum Träger von Toxoplasmen. Der Mensch infiziert sich mit Parasitoiden aus nicht durchgegartem Fleisch, zum Beispiel dem Fleisch vom Schaf, vom Rind oder vom Schwein. Alle Nutztiere des Menschen können Quelle der Infektion für Menschen sein. Vegetarier haben zwar ein geringeres Risiko, jedoch gelangen Toxoplasmen auch über nicht gründlich gewaschenes Gemüse oder verschmutztes Wasser in unseren Körper. Eine Infektion mit Oozysten ist weltweit und lebenslang ein Risiko. Nicht durchgegartes Fleisch birgt Risiken, das sagte ich schon. Wenn es jedoch zuvor über mindestens 8,5 Stunden bei mindestens minus 12,2 Grad, also noch niedriger, eingefroren war, existieren darin keine Toxoplasmen mehr. Welch gute Nachricht. Und noch besser ist es, wenn wir hören, dass in Deutschland es üblich ist, dass Tiefkühlkost bei Kühlung unter minus 18 Grad aufbewahrt wird. Das bringt Sicherheit. Ist eine Schwangere infiziert, so gehen die Toxoplasmen häufig auf den Embryo direkt über. Das Neugeborene ist dann gleich Träger von Toxoplasmen. Wir kommen zu dem nächsten Punkt. Begünstigung der Parasiten. Das haben wir in den Folien. Jetzt reicht das hier sozusagen nach. Das haben wir besprochen. Und nun zur Therapie mit Medikamenten, dass diese begrenzt ist und Nebenwirkungen hat. Es ist bekannt, dass ein Abtöten der Toxoplasmen mittels Medikamente nicht möglich ist. Gegenüber Antibiotika schützen sich Parasitoiden durch Rückwanderung zu Parasitoiden. Das habe ich erläutert. Mit einer geeigneten medizinischen Therapie können lediglich Bestandteile des Immunsystems wiederhergestellt werden. Und für eine absehbare Zeit kann sich ein normalisierter Zustand, also ein normaler Zustand, halten. Das ist immerhin ein Fortschritt für Betroffene. Die Toxoplasmen jedoch bleiben trotz Therapie im menschlichen Körper. Diese in der Schulmedizin aufgewandten Therapien sind mit Medikamenten aufwendig und leider auch mit Nebenwirkungen behaftet. Das kennen wir. Es werden gegen Toxoplasmen auch Antibiotika eingesetzt, meistens erfolglos. Die Problematik von Antibiotika ist uns bereits aus anderen Webinaren und AgriSmart-Beiträgen bekannt. Ich will hier nur mit einem wichtigen Fakt aufwarten. Antibiotika erkennen anhand der äußeren Struktur von Bakterien diese und beseitigen sie. Das wäre das Ziel der Verabreichung von Antibiotika. Nur wandeln sich Bakterien zuvor zu zellfreien Strukturen. Das heißt, sie werfen ihre Zellwände ab und sind somit nicht erkennbar. Nicht erkennbar für die Antibiotika.
Wir sprechen von Resistenzen, die uns weiterhin mehr und mehr vor Probleme im Zusammenhang mit unbedachter Gabe von Antibiotika stellen. Auch zerstören Antibiotika leider häufig nicht die anvisierten Bakterien, also auf die sie eigentlich abgezielt haben, sondern das Mikrobiom wird im Darm zerstört, mindestens gestört. Das ist ein weltweit bedeutendes Problem. Die Erreichbarkeit von Parasitoiden durch Antibiotika ist beinahe null. Andere medikamentöse Therapien orientieren sich an der Normalisierung des Immunsystems, insbesondere zur Normalisierung der Komponenten CD8. Als CD8 werden spezialisierte weiße Blutkörperchen bezeichnet. Die Toxoplasmen bleiben jedoch weiterhin bestehen. Insgesamt ist aufgrund der geringen Wirksamkeit der nicht unerheblichen ungewollten Nebenwirkungen der Einsatz von Medikamenten nur begrenzt effektiv. Jetzt ahnen die Anwender von Agilcare unter Ihnen, meine Damen und Herren, längst, dass mit Agilcare eine Lösung gefunden werden kann, um die Toxoplasmen in jeder ihrer Form zu eliminieren. Betrachten wir das also jetzt. Alternative oder komplementäre Möglichkeit durch Körperpflege. Genauso wie Sie üblicherweise Ihren Körper von Mikroorganismen durch Zähneputzen, Kämmen, Duschen, Baden oder Waschen befreien können, so können Sie ähnlich auch gegen die Mikroorganismen mit dem Namen Toxoplasma vorgehen. Die Körperpflege ist in diesem Fall die Anwendung des nach Dr. Rife arbeitenden elektronischen Gerätes Agilcare. Sie sehen mich hier eingeblendet, wie ich an einem solchen Gerät sitze. Das ist ein kleines Gerät, was dort auf dem Tisch steht. Spezifische Frequenzmuster gegen Toxoplasmen werden durch den Anwender aus dem großen Anwendungskatalog am Computer durch Mausklick ausgewählt. Die Elektroden in die Hand genommen und der Start der Anwendung kann erfolgen. Jede der Anwendungen gegen Toxoplasma dauert nur wenige Minuten und der Anwender kann an seinem Agilcare zu Hause in angenehmer Atmosphäre die Körperpflege und das Verschwinden der Toxoplasmen genießen. Meistens ist es nötig, die Anwendung in darauffolgenden Tagen zu wiederholen, bis eben dann alle Toxoplasmen beseitigt sind. Und sollte es später eine erneute Infektion geben, so hat man als Anwender sein Agilcare schnell einsatzbereit und kann damit zielgerichtet vorgehen, um auch die neu hinzugekommenen Toxoplasmen zu eliminieren. Ein großer Vorteil von Agilcare besteht darin, dass jeder Anwender schon auf Verdacht eine Anwendung durchführen kann. Er muss also nicht aufwendige und fehlerbehaftete und vielleicht sogar teure Labortests durchführen lassen. Das ist bei der Beachtung der Gebrauchsanweisung des Agilcare völlig ohne Gefahr möglich. Ungewollte Nebenwirkungen gibt es keine. Ich habe selbst mit der Entwicklung und Produktion dieser Technik bereits über 38 Jahre Berufserfahrung. Es sind eigentlich schon mehr. Daher weiß ich, dass ich mit Agilcare wohl den weltweit größten Anwendungskatalog mit mehreren tausend Anwendungen gibt. Somit steht Agilcare für die Eliminierung beinahe aller Parasiten oder deren gesundheitlichen Folgen zur Verfügung. Aufgrund unseres außergewöhnlich umfangreichen Services und mit kostenloser Beratung, der Bereitstellung von Erweiterungen und Updates hat Agilcare erfreulicherweise bereits zu sehr weiter Verbreitung geführt. Das Kollektiv der Anwender ist zu einer stattlichen Zahl angewachsen. Jeder in unserem Team genießt es, wenn uns mitgeteilt wird, dass Anwender mit Agilcare zu wesentlich besserer Lebensqualität gekommen sind, indem sie mit dem Gerät nämlich ihre Erreger eliminiert haben. Diese Wertschätzung unserer Arbeit nehmen wir gerne in Empfang. Neben der Eigenschaft, dass mit Agilcare bei Beachtung der Gebrauchsanweisung keine Risiken verbunden sind, hat Agilcare weitere Vorteile. Die Universalität hat dabei eine hervorragende Position unter den Vorteilen. So steht Agilcare nicht nur zur Eliminierung von Toxoplasmen bereit, sondern für die Behebung weitaus
mehr als 2000 Baustellen in Verbindung mit zahlreichen gefährlichen Erregern. Betrachten wir einmal, was beim Befall oder bei vermuteten Befall mit Toxoplasmen über diese namentlichen Erreger hinaus noch eliminiert werden muss. Die eventuell über Toxoplasmose hinausgehenden Anwendungen in Agilcare heißen, und ich habe die hier mal dargestellt, das wären Müdigkeit, also die Anwendungen dann, die sozusagen eingesetzt werden müssen, weil sie auch notwendig sind wegen der Folgen der Toxoplasma-Infektion. Also es wären Müdigkeit, Muskelschmerzen, Konzentrationsstörungen, Schweißausbrüche, Herzrasen, gesteigerte Reizbarkeit, verschwommenes Sehen, Depression, Schwindel, gestörte Bewegungskoordination, Eisenmangel, Schilddrüsenunterfunktion, Angstzustände, Gewebeschwellung, Gelenkschmerzen, Polyarthritis, Polymyalgie, chronisches Fatigue-Syndrom, Fibromyalgie, Arteriosklerose, Asthma und Gallenblasenentzündung. Die mit Toxoplasma oft in Verbindung stehenden Parasiten und Mikroorganismen sind auch mit Agilcare ohne Risiko bei Beachtung der Gebrauchsanweisung zu eliminieren. Das wären die Erreger Epstein-Barr-Viren, Zytomegalie-Viren, Frühsommer-Meningoenzephalitis, das ist die FMSE, die Borrelien, Bartonellen, Babesien und sehr, sehr häufig Chlamydia, Pneumonia. Sie sehen, das ist hier bereits eine lange Liste. Ein Teil davon trifft immer, beziehungsweise es muss vermutet werden, dass das da ist, weil gerade der Nachweis sehr, sehr schwierig oder teuer oder riskant ist. Und wir können ohne Risiko diese Anwendung einsetzen, diese Erreger zu eliminieren. Mit Agilcare stehen diese und noch weitere über 2000 Anwendungen zur Verfügung. Wir beraten Sie als Agilcare-Anwender bei der Auswahl von geeigneten Anwendungen sehr gern, auch individuell. Hinzu kommen die zeitlich unbegrenzten und völlig kostenlosen Lieferungen von uns, von Updates für Sie und die Erweiterungen des ohnehin schon umfangreichen Katalogs. Nicht nur im Fall Toxoplasma nutzen unsere Anwender unseren außerordentlich kundenfreundlichen Service, um schnellstens ihre Lebensqualität zu verbessern. Das geschieht auf allen Gebieten. Wir streben mit unseren Antworten und Empfehlungen schnellstens Ihre beste Lebensqualität an. Wenn auch Sie das wollen, so bestellen Sie noch heute Ihr Agilcare unter der Shop-Adresse shop.schmerzen-was-tun.de. Sie sehen das hier eingeblendet in der unteren Zeile. Agilcare gibt es in der Ausführung als Agilcare Pro und als Agilcare Parallel, also mit zwei unterschiedlichen Geräten, wobei eben Agilcare Parallel im Gegensatz zu Agilcare Pro zwei Ausgänge hat. Mit dem Agilcare Parallel können zwei Anwender zugleich arbeiten oder ein Anwender nutzt zwei Kanäle über die beiliegenden Elektroden. Das Parallelgerät hat eine höhere Effektivität als Agilcare Pro und ist umfangreicher mit Zubehör ausgestattet. Sollten Sie mit einem Agilcare Pro gestartet haben und dann erst zu einem Agilcare Parallel wechseln wollen, so können Sie das auch über den Shop durch den Kauf eines Erweiterungskits zum Leistungsniveau des Parallelgerätes bringen. Je früher Sie mit Agilcare beginnen, desto eher sind Sie in der Lage, Toxoplasmen und andere Baustellen schnellstens zu beseitigen. Das alles zum Wohle Ihrer Lebensqualität. Und nun habe ich schon die ganze Zeit eingeblendet den nächsten Punkt, Checkliste zur Orientierung. Sie können diese Checkliste hier, ab jetzt gebe ich sie Ihnen zum Download. Dieses PDF-Dokument Checkliste können Sie also jetzt downloaden, zusätzlich zu den Folien. Und ich denke, das ist für Sie interessant, denn über die Checkliste kriegen Sie eine Orientierung. Wie weit sieht es bei Ihnen aus? Gehören Sie eventuell zu denjenigen, die Toxoplasma-Träger sind? Da es bei der Erkennung von Toxoplasmen immer Kombinationen von Symptomen gibt, gebe ich zu Ihrer persönlichen Verfügung jetzt zugehörige Checkliste. Sie sehen also in der linken Spalte die Bedeutung, in der Mitte den Schweregrad vor der Anwendung und rechts dann
den Schweregrad nach der Anwendung, das, was Sie bitte ankreuzen. Und so können Sie, wenn Sie die mittlere ankreuzen, sehen, ob Sie eben, wenn Sie mehrere Kreuze gesetzt haben, die nicht null sind, dann können Sie sehen, dass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit von Toxoplasmen belastet sind. Durch das Kopieren dieser Checkliste nach Ihrem Download kann diese Liste von Mitgliedern Ihres Haushalts zusätzlich genutzt werden und Sie können es auch weitergeben. Tragen Sie dort in die Checkliste den jeweiligen Schweregrad durch Ankreuzung ein. Das sollte vor allen Maßnahmen, die Sie tun, links auf der Checkliste sein, also in der Mitte die Zahlen, links ist ja die Bezeichnung, und nach einer Anwendungsserie kommt es dann rechts zum Ankreuzen. Mit dem Ausfüllen der Checkliste sehen Sie auch, ob die Frage der Toxoplasmen-Eliminierung für Sie steht. Scheuen Sie sich nicht, gleich nach diesem Webinar die Checkliste auszufüllen. Bei Fragen wenden Sie sich an mich über die eingeblendete E-Mail-Adresse, was ich vorhin sagte, und Sie sehen es nachher auch gleich noch einmal, die wenden Sie sich an uns mit Fragen über support@ulrich-mtc.de. Kommen wir zum vorletzten Agenda-Punkt. Vorteile von AgilCare. Sie sehen hier eingeblendet mich in der Anwendung, das Bild kennen Sie schon, und rechts oben sehen Sie ein AgilCare Pro mit den Handelektroden und rechts unten sehen Sie ein AgilCare parallel. Sie sehen deutlich die zwei Ausgänge A und B, schwarz und rot markiert. Damit können Sie also, wie ich es schon sagte, entweder zwei Personen zugleich eine Anwendung bieten oder Sie können effektiver arbeiten, indem Sie mit zwei Kanälen am selben Körper arbeiten, zum Beispiel mit zwei Handelektroden und zwei Haftelektroden. Aber es gibt dann auch noch weitere Möglichkeiten. Also was sind die Vorteile von AgilCare? Einfache Handhabung, moderne Hardware- und Softwarestandards, weltweit größter Anwendungskatalog, da spare ich schon darüber, die Universalität der Nutzung, das heißt, es ist für vieles geeignet, ständige Verfügbarkeit, denn Sie haben es zu Hause, frei von ungewollten Nebenwirkungen und weiteren Risiken bei Beachtung der Gebrauchsanweisung, zeitlich unbegrenzter Zugriff auf vom Hersteller gelieferte kostenlose Software-Updates, die gibt es also zeitlich völlig unbegrenzt und immer kostenlos, zeitlich unbegrenzten kostenlose Erweiterungen, sehr komfortabler Beratungsservice durch Nutzer zahlreicher Kommunikationskanäle. Ich verweise nur darauf, dass wir jeden Montag einen Workshop machen, dort Ihre Fragen beantworten, Ihnen interessante Informationen, Neuigkeiten mitteilen. Und wer an diesem Workshop nicht teilnehmen kann, der kann dann mit der Aufzeichnung über 10 Tage lang arbeiten, sich die Informationen holen und selbst in der Aufzeichnung noch Fragen stellen. Vorteile von AgilCare bestehen auch in der individuellen Betreuung durch uns, den Hersteller. Und wahlweise ist es in 7 Sprachen nutzbar und außerdem haben wir ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, dass sich quasi jeder das leisten kann. Die Zeit ist vorangerückt, also sehen wir zu, dass wir jetzt das zusammenfassen, was heute besprochen wurde. Die Toxoplasmose ist längst zu einer globalen parasitären Erkrankung geworden, die auch uns Menschen bedroht. Zahlreiche schwere Erkrankungen können von einer Infektion mit Toxoplasmen ausgehen. Ungefähr 50% der Menschen in Deutschland sind betroffen. Die Tatsache der begrenzten medizinischen Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie bei Toxoplasmen eröffnet die Notwendigkeit zu alternativem oder komplementärem Vorgehen. Da zeigt sich AgilCare als die Methode der Wahl, aufgrund der damit verbundenen Vorteile. Die sind sehr überzeugend, diese Vorteile. Risiken oder ungewollte Nebenwirkungen sind nicht zu erwarten, wenn die Gebrauchsanweisung durch die Anwender beachtet wird. AgilCare zeichnet sich gegenüber anderen Realisierungen der Dr. Rife-Technologie hauptsächlich dadurch aus, dass der Hersteller von AgilCare ein enges Betreuungsverhältnis zu den Anwendern aufgebaut hat. Anwender genießen somit nicht nur kostenlos individuelle Beratung, sondern auch die Ergebnisse der weiteren intensiven Entwicklungsarbeiten des Herstellers Dr. Ulrich Medizintechnik.
Alles geschieht zum Erhalt oder zur Verbesserung hoher Lebensqualität. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Teilnahme an diesem Webinar und hoffe, dass ich für Ihre Verbesserung der Lebensqualität wichtige Wissensgrundlagen oder Wissensinhalte weitergeben konnte. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an die eingeblendete E-Mail-Adresse, nämlich an support@ulrich-mtc.de. Starten Sie mit Agricare zu Ihrer besseren Lebensqualität. Viel Erfolg und wir sind für Sie da, wenn Fragen bestehen.